Entweder ich habe eine Boeing, ja, oder ich sitze bei Eurowings hinten. Und der russische Impfstoff. Wobei, der gefällt mir natürlich vom Namen her gut, Sputnik 5. Ja, das finde ich auch super. Ja. Du, meine Mutter versteht das nicht. Ja, die ist auch blöd, habe ich dann gesagt. Ja? Weil es ist mir wurscht, ob deine Mutter das versteht. Zugabe ist immer so, wie wenn man nach dem Orgasmus noch kuscheln muss. Also es ist doch dann irgendwann einfach vorbei. Ich kriege da so häufig Anfang, dass ich schreibe irgendwas und sage, ich hätte es gesagt. Ah ja. Ja, ja. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Oh, good vibes only, yeah. Vielen Dank für eure Unterstützung nach wie vor. Und jetzt wollen wir nicht mehr lange fackeln. Wir begrüßen unseren Gast. Er war eh schon da, muss man sagen. Wir haben ihn einfach noch geschnappt und mit ins Studio gezerrt. Er hat ja so vor der Kneipe rumgeluggert. Hat gefragt. Hat so an der Tür gescharrt, wann gehen die Kneipen endlich wieder auf? Ja, Harald Schmidt, wir können es gar nicht glauben, Leute. Harald Schmidt ist hier. Hallo, darf ich mal fragen, die Namen, die gerade vorgelesen haben, die Leute zahlen alle 36 Euro pro Person. Genau, ja, pro Monat. Aber das waren ja eigentlich doch klassische, sag ich jetzt mal, deutsch, österreichisch, Schweizer Namen, also wenig Migrationshintergrund. Zitronen-Revival zum Beispiel. Da sind wir bei Hazels Lieblingsthema. Das ist so ein bisschen so ein. Das ist eigentlich das einzige Gewürz, was unsere Beziehung noch einigermaßen aufrechterhält. Mittlerweile ist es nur noch so ein müdes Klingen gegeneinander schlagen, aber wir streiten uns schon manchmal über die Schweiz und Deutschland und so weiter und so fort. Aber Hazel sagt immer, sie sieht es als Hauptproblem eigentlich in der schweiz-deutschen Beziehung, dass die Deutschen in die Schweiz ziehen, dort arbeiten und dann nach einer Woche anfangen, Grüezi zu sagen. Ja, das ist aber grauenhaft. Aber das ist aber mit München genau das Gleiche. Wir haben 60er gespielt. Und zwar auch, man fragt nach den 60ern, um zu zeigen, dass man so den echten, unkommerziellen Arbeiterfußball hat. Noch schlimmer ist es aber, ich stelle es immer bei Filmteams fest, wo der Dialekt nachgemacht wird, den der Produzent spricht. Ja. Also weißt du, wenn der Berliner ist, wenn das ein altes Ostteam ist, wa? Ich habe hier gekauft. Es ist grauenhaft, ja. Und wo es nicht so geht, ist, wenn das Team aus Wien kommt, weil die meisten halt diesen Wiener Akzent nicht so drauf haben. Ja, ich finde, für den Wiener Akzent muss man ja auch so eine gewisse Grunddepression in sich getragen seit Jahren. Und das Falsche. Halt, bitte kommen Sie häufiger, wir brauchen Sie hier und so. Also das kann man ja nicht erlernen. Jetzt machen wir noch ein paar Schnittbilder, Herr Schmidt. Zwischenschnitte? Ja, soll ich einen Leitsordner aus dem Regal holen? Oder Beauty-Shots. Oder mal am Jägerzaun entlang gehen, so diese Anmod. Und noch zweimal für Sicherheit. Das ist immer das Beste, wenn der Fernsehproduzent oder Regisseur sagt, das war schon perfekt. Ja. Jetzt machen wir es noch dreimal. Ja. Oder wir haben ein bisschen was mitgebracht. Sag's, wenn dir es zu blöd ist. Ja. Irgendwie so einen kleinen Kaminfeger für Silvester oder ein Schweinchen. Oder was mir auch schon häufig angeboten wurde, ist verrückte Brillen. Mhm. Oh ja. Habe ich aber früher alles gemacht, muss ich sagen. Bis man irgendwie merkt. Wir haben letztens ganz konsequent, wir hatten ein Shooting oder ein Shoot, sagt man, glaube ich. Ich glaube, ich sage immer das Falsche. Ein Fototermin. Genau. Und dann haben wir ein paar richtig schöne Fotos gemacht und dann hieß es am Schluss, und jetzt mach noch so ein paar alberne Sachen. Und da habe ich dann wirklich gesagt, nee. Thomas, jetzt mach mal mehr Comedy, der Satz. Diese Comedy-Plakate, wo der Comedian dann so... Ja, das ist ganz, ganz unerträglich. Aber das ist ja genau wie noch immer gibt es ja Quizmaster und so weiter, die sich so fotografieren lassen. Mhm. Ja? Oder dieser Satz, ich freue mich auf Sie. Der ja schon wirklich das Dümmste ist, was es überhaupt gibt. Denn natürlich freut man sich nicht auf den Zuschauer. Man braucht ihn halt notgedrungen, um die Sendung irgendwie in Gang zu halten. Aber normalerweise, als ich noch auf Tournee gegangen bin, habe ich das Auto in Fluchtrichtung geparkt. Ja. Weil es gibt einen Satz, der für mich eigentlich der Satz aus dem Showgeschäft ist. Ladies and Gentlemen, Elvis has left the building. Und während... Zugabe. Und diese ganzen Provinzkabarettisten, die machen ja 40 Zugaben. Ja, ich finde auch, Zugabe ist immer so, wie wenn man nach dem Orgasmus noch kuscheln muss. Also es ist doch dann irgendwann einfach vorbei. Die Körper sind erschlafft, es wurde geleistet, was geleistet werden. Ja, und das ist, man hat sich gegenseitig benutzt und dann ist es doch wirklich wisch und weg. Also ich meine, die nimm Begierde. Das Taschentuch und geh. Ja, so. Also das muss man, ich finde, man sollte mal so ein Knicke des Tourneewesens rausgeben. Ja, finde ich auch absolut. Also gerade für Veranstalter, für Künstler gar nicht so wichtig, aber Veranstalter finde ich. Auch für Veranstalter Lebensmenschen. Ja. Also das Grauenhafte, was es gibt, sind jetzt mal, ich komme ja noch aus einer überwiegend heterosexuellen Generation, sind die Ehefrauen von Kulturdezernenten. Ja. Die mit dabei sitzen. Und auch so ein bisschen, die das Feuilleton noch ernst nehmen, sagen wir mal so.
Ja. Und immer so ein bisschen angesäuselt, also immer so Weißweinschorle irgendwie. Ja, und sie fangen bei Adam und Eva an und du bist für alles verantwortlich. Ja, ja. Ja, also diesen Quatsch im Fernsehen, das geht doch gar nicht mehr. Dann schauen wir Arte. Genau, ja. Also gut, dann schauen Sie ja den Quatsch bei Arte. Ich habe einen französischen Film bei Arte gesehen. Der hat mir gut gefallen. Meine Mutter mutiert jetzt zu so einer Person. Wirklich? Ich muss da echt ein bisschen aufpassen. Wirklich? Ja. Ist es bei deiner Mutter auch schon, ich schreie den Fernseher an? Nee, sie ist eher so befreundet mit dem Fernseher. Ach so, nee, sie freut toll. Sich, dass überhaupt was passiert. Also sie empfiehlt mir auch immer Sendungen, wo ich weiß, ich will das nicht schauen. Und welche sind das zum Beispiel? Zum Beispiel so eine Dreisat-Talkrunde hat sie mir jetzt vor 2 Wochen empfohlen, wo einer da war, der von Wildpferden erzählt hat, der irgendwie 3 Monate in Patagonien mit Wildpferden gelebt hat. Ja, das kann sein. Ja. Aber Skobel ist toll. Ja? Ja, da sind immer wirkliche Experten, die mit bester Laune den absoluten Weltuntergang voraussagen. Das liebt also so 35-jährige Superhirne, ja, die wirklich sagen, also dieses Virus, das haben wir immer gehabt, ein Virus ist 3,5 Milliarden Jahre alt, das ist überhaupt nicht beherrschbar. Ja? Und bei bester Laune Todesurteile. Schaut ihr denn zusammen? Ja. Ach, echt? Alles, ausschließlich ja. eigentlich. Außer Koch- und Backsendungen. Das ist das Einzige, was Hazel alleine schaut. Ja, und Fußball schauen wir sogar auch zusammen. Ja. Ja, und kannst du auch aber so, gegen Hazels Willen. So Gewalt, so El Chapo, Narcos alles, und so? Ja. Echt? Alles, ja. Ja, ach, das ist aber selten. Bin ich sogar ein großer Fan. Hazel hat angefangen, seitdem die schwanger ist, kann Hazel nicht mehr so viel, so wenn es so um so Kinder entführen und solche Sachen geht. Also das ist die dann ganzen schwierig. Menschenhandel, Pädophilie-Geschichten, die schaue ich. Die muss dann alleine schauen, leider. Gut, da kannst du natürlich jetzt erstmal deinen Frankreich-Urlaub canceln. Ja, aber ja, wie geht's dir denn so? Das ist ja, also, ich möchte nicht indiskret sein, aber wird es überhaupt im Krankenhaus entbunden oder macht der Hausgeburt unter Wasserkopfstand? Nee, ich war letzte Woche schon bei der Geburtsanmeldung. Da war auch im Wartezimmer das sehr zuversichtlich mich stimmende Plakat, ob Junge oder Mädchen, egal, Hauptsache FC Köln-Fan. Da dachte ich dann auch. Das tut sehr, sehr, sehr weh, diese Kinder, die noch im Wochenbett beim FC angemeldet werden. Ja, genau, wo man dann, wenn man es Hennes nennt, kriegt man 100 € Rewe-Gutschein. Das ist. Vor allem, es ist ja häufig so, der Vater hat ja nur noch so Resthaare mit Anfang 30, maximal. Die hat er so hochgegelt und einen Ohrring drin. Es sind so RTL-2-Gesichter. Ja. RTL-5, würde ich sagen. Er weint ja auch in das Kissen rein, weil du bist verpflichtet. Hast du den Satz schon drauf? Das war der schönste Moment in meinem Leben. Wenn du gefragt wirst hinterher, man merkt, wie klein man ist und so? Ich hoffe, dass es dann auch so ist, damit ich den Satz auch wirklich mit... Ja, aber den musst du performen. Du musst schon, weil sonst gehst du als gefühlskalt. Du musst dann auch sagen, ich habe mich in diesem Moment völlig neu in meine Frau verliebt. Mir war nicht klar, zu das was ist sie aber, imstande das ist. Das ist aber schon, das hängt natürlich ab, wo du stehst bei der Geburt, ne? Ja. Na, das ist ja was ihr nicht sagen darf, und das ist wirklich geheim, also exklusiv wissen, ihr dürft nicht sagen, Hauptsache gesund beim Kind. Ah, wirklich nicht? Ja, wie ist mir passiert. Ich bei gesagt, einem meiner Kinder sagte ich, Hauptsache gesund. Nein, das geht nicht, weil es ist eine Diskriminierung von Eltern, deren Kind nicht gesund ist, die aber ihr Kind genauso lieben. Okay. Die Frage ist natürlich, wie du dich veränderst. Ob, ob du nur Mutter noch wirst. Ja, ich hoffe nicht. Ob du so ein Muttertier wirst, so. So eine Glucke. Ja. Ja, ich hoffe auch nicht, dass das Einzige ist, über das ich spreche. Dass ich dann so ein Kabarettprogramm habe, wo ich nur so sage, ich habe ein Kind ausgeschissen, Applaus. Ja, aber das ist die Hölle. Ja. Das geht auch nicht, finde ich, dem Kind gegenüber, weil das Kind ja im Grunde vielleicht gar nicht will, dass du auf der Bühne drüber redest. Ja, weißt du, genau. Und ich will ja auch nicht nur ein Kind haben, um dann nochmal ein neues Programm zu machen. Ja. Pampers 2. Ja, eine grauenhaft. Ja. Ja, eine ganz schlimm. Oder das ist so wie Leute, die so auftreten bei Charities oder die zugunsten von Inhaftierten lesen. Und du sagst, hast du sonst noch mal was gemacht in diesem Jahr, außer dieser Lesung? Ja, also so über Schicksal sich auf die Bühne bringen. Wie so Künstler, die nur fürs Goethe-Institut unterwegs sind. Es gibt die seit 10 Jahren kein Buch mehr geschrieben haben und dann nur noch so durch die Welt tingeln und einen auf Dufte machen. Aber Goethe-Institut, ich dachte natürlich auch, man kommt dann jetzt nach Singapur und wird in eine Rikscha abgeholt. Aber der erste Satz ist, wir haben leider kein Geld und die Kartons sind schon gepackt, weil das Institut geschlossen wird. Ja, das ging uns genauso in Chicago, ne? Da kamen wir auch. Ja. Und dann war irgendwie erstmal eine neue Leitung. Das war ganz seltsam, weil wir hatten Kontakt mit einer per E-Mail und während der Zeit des Fluges wurde doch dann irgendwie die Chefin von dem Institut gewechselt und hatte dann gar keine Ahnung, was wir da machen. Und dann wir waren auch einfach nur da, das war so offensichtlich, weil ein Sinfonieorchester halt noch viel teurer gewesen wäre. Ja. Genau, also das dachten sich halt einfach, wir nehmen so zwei
also so krattelige Poetry Slammer, das wird schon irgendwie passen. Ja. Die kriegen 500 Euro für eine Woche. Was, ihr wollt okay. eine Bühne, ihr habt eine Kiste. Stellt ja, genau. euch drauf. Und es war einfach so, denen war es eigentlich scheißegal, was wir gemacht haben. Und den Leuten, die da saßen, natürlich auch. Was machst du denn, wenn du fürs Goethe-Institut reist? Also liest du dann was nee, vor? Nee, ich hab nicht, ich war ich über mich. Ah, also ja. Opa erzählt vom Krieg. Ja, das ja, ist gut. Also le grand allemand de télévision. Und es standen also 10 Deutsche rum, die auch nicht wussten, wer ich bin. Aber es war wurscht, weil es war Paris. Ja, und ja. Hauptsache Deutsche, oder? Und nur, ich mir nicht mal das. Also das war okay. Ich war auch mal in Atlanta. Georgia war auch okay, weil es in gewisser Weise in Zusammenarbeit mit Porsche war. Ach. Ja. Wie das genau war, weiß ich auch nicht. Aber das Institut selber war gerade am Packen. Okay. Ja, also es ist genau so, wie ihr es beschreibt. Es klingt so toll, es klingt nach Welttournee. Mhm. Als ob du mit 4 Equipments parallel unterwegs wärst, weißt du, wie die Stones oder so. Aber es ist wirklich, wer sind sie? Mhm. Wenn du ankommst. Ja, also. Und dann auch so krass getaktet. Wir hatten ja immer 5 Termine am Tag ja. in irgendwelchen Highschools, wurden von ja. da nach da, von da ja. nach da und so. Es war echt, also wir haben wenig gesehen eigentlich und von USA. Die Frage, ach, das ist auf Deutsch, was ihr macht, das kam erstaunlich oft dafür, dass es allein um den Austausch dieser Sprache ja. geht. Das nee, da muss man halt, gut, aber das sind Lerneffekte. Man wird ja ein Opfer der Eitelkeit. Wow, man will mich in den USA. Ja. der Hauptgrund ist aber, die Institutsstellvertreterin kann doch mal auf Kosten des Instituts warm essen. Mhm, stimmt. Wir dürfen sie hinterher einladen. Man ist eigentlich ein menschlicher Bewirtungsbeleg. Ja, genau. Und dann, das Essen geht auf uns. Was soll das heißen jetzt, der Wein und so? Ja, also es ist... Es war okay, 2-3 Mal, aber mittlerweile bin ich gewarnt. Vor allem dieser Satz, wir haben kein Geld. Ja? Das Geld ist überhaupt kein Argument, aber sozusagen, es wird ja auch immer so gesagt, als sei das dann ein besonderes moralisches Kriterium. Mhm. Wir sind so arm, weil wir uns diesen bösen Kommerz verweigert haben. Mhm. Nein, ihr habt kein Geld, weil ihr überhaupt nicht wisst, wie man so eine Veranstaltung macht. Genau, ich finde ja? auch, man kann nur damit angeben, dass man kein Geld hat, wenn man die Möglichkeit hätte, Geld zu haben und das dann bewusst ablehnt. Das so. Ist ja was ganz anderes. Das ist ja bei uns auch der Punkt mit den Gagen. Wir sagen ja, jeder Person, die in den Podcast kommt, ja. du kriegst irgendwie 300 bis 1000 Euro und jede Person lehnt die Gage ab, aber es geht einfach nur darum, dass wir zeigen, oder fast jede Person lehnt die Gage, aber ja. dass wir zeigen, das ist uns was wert, dass du kommst. Wir haben nicht einfach nur irgendeine Liste, wo wir dann willkürlich Leute anfragen, sondern wir sagen so, nee, wir wollen wirklich dich haben und darum geht es bei Gagen eher. Ja, und es kann auch nicht sein, dass dann Harald Schmidt gleich viel Geld verdient wie meine Mutter, wenn sie mal zu Gast ist im Podcast. War deine Mutter schon hier? Ja, die war also nicht hier, aber in der Schweiz waren wir bei ihr. Ach so. In ihrem Gästezimmer haben wir aufgenommen. Es war erstaunlich gut. Ja, sie war wirklich ein Natural. Obwohl sie etwas aufgebracht war, weil ihr Hund, sie hat einen neuen Hund, der isst wahnsinnig gerne Rüben auf dem Feld. Und diese Rüben verursachen einen massiven Durchfall, der plötzlich kommen kann. Und das war ist leider heavy. Gerade ja. vorher. Also Hundedurchfall. Sind wir wieder beim Sprühstuhl. Er hat uns ein Geschenk auf die Yogamatte gesetzt, 10 Minuten vor der Aufnahme. Und ich finde es erstaunlich. Da ist das hier noch erstaunlich normal verlaufen bis jetzt. Ja, und es war doch erstaunlich, dass dieser Haufen deutlich mehr Volumen hatte als die Rübe. Also ja, das irgendwie geht das alles vielleicht nicht vielleicht war da noch irgendwie, man sagt ja, dass so gewisse Schokoriegel 3 Wochen im Darm bleiben. Stimmt, ja. Die man so einer Tanke kriegt. Ja. Dass so ein da Bounty. Noch, dass, Vorsicht. Ich meine auch, mich an einen Hauch von Kokos zu erinnern. Die Anwälte von Bounty, ich weiß gar nicht, zu welchem Konzern Bounty gehört. Wahrscheinlich Mars, oder? Ja, da muss die haben mehr Geld als wir. Ja, du musst höllisch aufpassen, weil schon ist die Behauptung, Mars liegt 3 Wochen im Darm und dann hast du, ich habe ja mal gesagt, wer schwanger wird, kriegt eine Karte für die Fußball-WM. Ja? Ah. Da brach es über mich rein. Ne? Dann haben alle Juristinnen Mutterpass geschickt. Ultraschallfoto. Ich bin gerade noch so rausgekommen. Die mussten dann irgendwie. Wie konntest du dich rausschwimmen? Ja, Simbabwe gegen Fidschis im Achtelfinale und so. Ja. Aber es war knapp, weil ich habe ich festgestellt, da endet der Humor. Da hast du dann gesagt, nur wenn ihr das Tor auch reintragt. Dann haben sie gesagt, was wiegt denn so ein Tor? Und dann hast du gesagt, die kommen gleich mit dem Paragraphen. Ja, also ich sagte, okay. Weil es war das Thema irgendwie, die Deutschen sterben aus, sag ich, tun wir was, wer jetzt schwanger wird, kriegt von mir Karten. Ich dachte, da kommen so 5 Leute und dann kriegen die jeweils 2 Karten und dann brach es rein. Ne? Krass. Und zwar gleich, also ich bin Oberstaatsanwältin und so. Und mit Mühe und Not noch raus, also da bin ich echt vorsichtig geworden. Das ist total verrückt, finde ich, dass...
du irgendwie schon mit PC-Culture zu kämpfen hattest, 20 Jahre bevor das eigentlich ein Ding war. Das finde ich total irre. Ja, aber es war noch sehr im Rahmen. Ja. Also du konntest wirklich so, so wie Italienisch sprichst oder so, das war überhaupt gar kein Thema. Das war, wenn gar nichts mehr los war. Also wenn selbst die Hitlerwitze nicht mehr zogen, dann machst du halt, hol mal. So, das geht heute, glaube ich, nicht mehr so problemlos. Also plötzlich diskriminierst du Italiener oder so. Ja. Also wo du gar nicht auf die Idee gekommen wärst, dass da jemand sich diskriminiert aber fühlen könnte. Aber glaubst du, du warst dann damals quasi krasser als die anderen oder hast du dich einfach mehr darum gekümmert? Also wenn du einen Vorwurf bekommen hast, hast du den halt ernst genommen? Also was war quasi der Grund, dass es immer wieder diese öffentlichen Kämpfe gab? Oh, da ist der Harald Schmidt zu weit gegangen. Ja, so. Aber das war ja nur Meinung. Ah, ja, das wäre ja nicht wirklich, also ich habe da natürlich ab und zu Unterlassungserklärungen gekriegt, ne? Die unterschreibst du und damit ist der Fall gegessen. Ah, okay. Aber man muss sagen, der große Unterschied war, es gab noch kein Internet. Mhm. Und es gab halt natürlich dementsprechend auch keine sozialen Netzwerke. Also das heißt, diese Massenaufregung von 0 auf 100, die gab es natürlich nicht. Sondern es war entweder in der Zeitung oder es schrieb halt einer an den Sender. Denkst du denn, dass es noch möglich wäre, das zu machen, was du damals gemacht hast heute? Nein. Aber das muss ja heute, einer, der heute anfängt, wächst ja sozusagen mit dieser neuen Situation schon rein. Ja? Das heißt, du kannst nicht nachträglich sagen, ich hätte das und das und das. Ich meine, das ist ein Vierteljahrhundert her. Und wie gesagt, alles entscheidender Unterschied, es gab kein Internet. Denkst du denn, es gibt jetzt gerade jemanden, der in, also es klingt jetzt sehr schwülstig, aber der in deine Fußstapfen treten könnte? Das kann ja nur in einer zeitgemäßen Variante passieren. Ja. Also das heißt, ich habe ja auch 3 Jahre Anlaufzeit gekriegt, trotz aller miesen Kritiken und Quoten vom Sender. Der Sender hat einfach 3 Jahre durchgehalten und ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr nötig, das in einem Sender zu machen, weil man das im Grunde so, wie ihr jetzt hier macht. Man braucht eigentlich einfach eine Kneipe. Das wäre ja, du brauchst ja keinen Sender mehr in dem Sinn. Ja, also wenn ich das so aufziehe und mein Publikum kriege, dann kann ich ja jeden Abend 15 Minuten oder was weiß ich ohne Sender das machen. Wir kriegen auch oft diese Frage gestellt, warum seid ihr denn nicht beim Fernsehen oder warum macht ihr nicht eine richtige Sendung? Und das ist so, finde ich, wie wenn man einen leidenschaftlichen Koch fragt, wieso kochst du nicht immer nach Rezept? Weil es halt einfach nicht nötig ist. Ja, also wenn ich weiß, wie es funktioniert und wenn ich meine Leute habe, die das essen, dann... Genau, das wäre so die nächste Frage gewesen, ob du Hazel empfehlen würdest, eine Late Night zu machen, weil es immer wieder an sie rangetragen wird. Ja, ich glaube 1000-prozentig, dass du es könntest. Also das ist ganz klar, aber wozu sich in den Zwang eines Senders begeben? Heute noch, ja? Es ist ja eigentlich nur eine Frage, also will man eine Fernsehkarriere machen? Wüsste ich aber nicht, warum man das heute noch anstreben sollte. Ja, wir merken auch, das machen Freunde von uns zum Teil nur, weil die ihre Eltern irgendwie beeindrucken wollen. Ja, das ist ich total glaube, das traurig. Ist wirklich, Oma hat mich im ZDF gesehen. Genau, ja, genau. Endlich versteht sie, was ich tue. Das ist was Gescheites. So, ja. Aber die, es ist ja nur die Frage, inwieweit will ich damit Geld verdienen? Ja, da würde ich mal sagen, sind die fetten Jahre im Fernsehen auch vorbei. Ja. Also wie früher, wo du einfach in den Garten rausgingst und da sprudelte das Öl. Das ist vorbei, weil die Sender mittlerweile viel mehr am längeren Hebel sitzen. Ja, also ich glaube, es gibt noch einen, der den goldenen Vertrag hat aus der alten Zeit, das ist Jauch. Ja, wie es bei Pflaume aussieht, aber niemals in Jauch-Dimensionen. Und der Rest kriegt, glaube ich, diese Vordrucke, blau für Autoren, pink für Moderatoren und alle Rechte abgetreten und Klappe halten oder du bist weg. Und beim Weihnachtsessen muss jeder selber sein Essen also zahlen. Also das glaube ich, also wenn ich heute am Anfang wäre, dann wächst man ja sozusagen auch mit der ganzen Digitalisierung rein. Würde ich doch niemals im Leben mit irgendjemandem diskutieren, kann ich das machen oder nicht. Ja, klar, finde ich auch. Im Netz. Und dann sind ja die Möglichkeiten sogar davon zu leben und was zu verdienen ganz schnell da. Denn die minderwertigkeitskomplexbeladenen Werbeabteilungen der DAX-Konzerne, die suchen ja wohin mit den Millionen. Ha, wir haben einen jungen Influencer. Ja, also ich höre das Geheule von den Werbeagenturen. Das ganze Geld geht nur noch auf die Influencer und nicht mehr in klassische Werbespots rein, weil die natürlich sagen, wir haben da eine Uschi mit 19, die den Sexismus bekämpft, indem es kein Foto gibt, in dem das Gesicht zu sehen ist, sondern nur die Oberweite. Ja? und da gehen wir jetzt mal einfach 500.000 Euro rein, weil wir haben es ja. Das Geld ist ja da. Ja. Also ich würde niemals mit einem Sender,
Also Late Night heißt ja überhaupt nur täglich. Mhm. Ja, weil das Ganze ist ja so schnell. Und dazu kommt natürlich was es bei mir damals auch nicht gab, die Frage mit den Rechten. Mhm. Also das heißt, Musterbeispiel, Spiel vor ein paar Jahren, Jerome Boateng fällt um, ich glaube gegen Barcelona, liegt auf dem Rücken und ja. Messi geht um ihn rum. Das war... So, da muss ich fragen, wenn ich keinen Ärger will, den Sender, die UEFA, Persönlichkeitsrechte Jerome Boateng und. Mhm. Da habe ich schon auf dem Weg von nach Hause bis ins Studio 10 Supernummern dazu auf YouTube gesehen. Ja, ja. Von Leuten, die das einfach bearbeiten auf dem Handy und gar nicht wissen, dass es Rechte gibt. Mhm. Ja? Und das ist ja mittlerweile endlos, ja, was ich alles an Rechten absichern muss und. Und das bei einer täglichen Kiste. Ich hätte da einen Horror davor. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass mir die das anbietet, aber wenn, dann kannst du das nur mit brutalsten Forderungen. Ja, aber ich habe da auch keinen Bock drauf. Also man muss sich ja dann auch immer streiten mit irgendwelchen Leuten. Nee, das eigentlich nicht, aber du musst halt von Anfang an sozusagen, also schon mal einfach, es ist deine Produktionsfirma, die ja. das macht, die zu 100% dir gehört. Die Viel Spaß GmbH. Der Sender hat genau ein Recht, nämlich die Sendung auszustrahlen. Ja. Einmal. Ja. Ansonsten das Schweigen im Gestühl. Ja. Ja. Und dann geht es. Also du musst da schon auch so ein bisschen Berserker sein, weil sonst geht es ganz schnell, also wie im Raubtierkäfig, sonst fangen ganz schnell Leute an mitzureden. Mhm. Ja. Und dann fängt man so, also bei mir war es zum Beispiel immer so, dann sagt, das versteht der Zuschauer nicht. Ja. Du, meine Mutter versteht das nicht. Ja, die ist auch blöd, habe ich dann gesagt. Ja. Weil es ist mir wurscht, ob deine Mutter das versteht. Verstehst du? Also das ist ja auch was bei deutschen Drehbüchern. Es wird immer erklärt. Mhm. Ja, es wird immer noch erklärt, ach, ist das nicht der und der? Ja, nein, dann ist ja natürlich die Leichtigkeit weg von so einem Dialog. Und wenn du das machst, das ist schon, also eine tägliche Late Night ist schon sehr industriell. Also wozu sich in die Mühle eines Senders begeben, wenn du das hier am Kneipen, am Küchentisch machen kannst, ohne dich mit irgendjemandem auseinandersetzen. Aber wir haben gemerkt, dass wir einfach, also wir haben mit vielen dilettantischen Leuten schon beim Fernsehen gearbeitet. Einmal in Baden-Baden hatten wir zum Beispiel immer einen Wasserfleck auf der Linse. Mhm. Und dann dachten wir uns irgendwann, ja gut, also mit einem Wasserfleck auf der Linse, das kriegen wir auch selber hin. Und ich bin lieber selber schuld, wenn es scheiße ist, als dass jemand anderes das gemacht hat. Das finde ich halt auch das Angenehme an unserer Zeit. Ja, und du brauchst keinen Apparat mehr. Mhm. Du bist ja viel schneller. Also genau. Du gehst raus und siehst irgendwo was und zack, ist das eigentlich weltweit vorhanden. Und man hat halt nicht mehr diese, ich würde sagen, es ist nicht nur beim Fernsehen so, es ist bei allen großen Institutionen so, diese 30% der Menschen, die wirklich nur angestellt sind, damit sie angestellt sind, ja. die dann auch jeden Tag 8 Stunden lang legitimieren, dass sie da sind und einfach nur einen nerven und Dinge hinterfragen, die niemand hinterfragen müsste, ja. außer sie, weil sonst bräuchte es sie ja nicht. Ja. Das ist schon, ja, also das ist, finde ich, auch die große Freiheit bei einem Podcast zum Beispiel. Mhm. Du bist gar nicht, bist du schon mal bei einem Podcast gewesen? Nein. Ist es also dein erster? Wow. Ja, na klar, ich bin ja jemand, der sozusagen noch diese Gatekeeper-Funktion mag. Ja? Also für mich muss es in der FAZ oder in der Neuen Zürcher stehen, weil dort eben auch dann Leute schreiben, wo ich sage, die können das. Ja. Ja? Und ich kriege natürlich Podcasts angeboten, die zu machen. Mhm. Aber warum sollte ich die? Und warum bist du dann jetzt hier? Weil ich das... In der Nähe lebe. Nee, wirklich, 15 Minuten Fahrt. Und wir hatten einen super Auftritt in Zürich. Ja, ich fand es auch total ja, cool. Ja, es war wirklich super. Und das ist so unkompliziert. Und das macht mir dann einfach an so einem Samstagnachmittag Spaß. Ne? Also mal extrem gesagt, wenn ich sowas wie hier mache, muss ich überhaupt nichts mehr verdienen. Ja. Ja, also das Geld verdienen durch Witze machen oder durch Reden interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ja. Weil dafür haben wir die Börse, ja. die leider von den Deutschen so immer schlecht geredet wird und sie lassen ihr Geld irgendwo sonst liegen. Aber so die Einleitung, wir haben kein Geld als besonderen, weil wir halt auch so super sind. Nee, ja, ihr seid immer, nicht super. Genau, mhm. ja, ja. dass immer ihr aus was seid, Schlechtem was Gutes gemacht wird. Ja, das ist so was Urdeutsches. Das ist so das Gegenteil von was Amerikanischem. Ist das so? Ja, ich finde schon. Also auch wenn man zum Beispiel in einer Talkshow ist als deutscher Gast, darf man ja nie sagen, dass man reich ist oder dass man viel ja. verdient hat. Ja. Und in Amerika sagt man dann, ja, ich habe mit dem einen Comedy-Programm 2 Millionen
Millionen verdient und die Leute stehen auf und klatschen. Auch Helena Bonham Carter bei Ellen DeGeneres, you're rich, very rich. Ja? Oder da habe ich auch bei Letterman x-mal gesehen, dass er sagte, you make $10 million. Dann zeigte der more. Das ist ja, das war ja auch der Punkt, wo ich sage, ist nichts mit Friedrich Merz, wo genau, er sagte, ich habe fast eine Million. Ja. Geht nicht. Nee, ich will auch nicht so ein Flugzeug sehen, wo der Flieger größer ist als das Flugzeug. Entweder ich habe eine Boeing, ja, oder ich sitze bei Eurowings hinten. Aber das ist wirklich dieses. Da muss ich aber auch sagen, müsste man auch mal so einen kleinen Wirtschaftscrashkurs für viele Schauspieler geben, die zum Beispiel glauben, also wenn sie noch eine zweite Tasse Cappuccino bestellen dürfen, dann hätten sie einen Bombenvertrag. Mhm. Ihr habt es immer noch nicht kapiert. Ihr seid die Ersten, die gefressen werden. Ja? Ihr seid die Kasperl, die froh sein dürfen, wenn sie überhaupt noch eine Kamera von vorne sehen. Das Geld und die Entscheidung sind ganz andere. Sind aber Leute, die gar keine Ahnung haben, die nur irgendwie die Produktionsmittel besitzen. Und in Zeiten, wo Jeff Bezos und Elon Musk die Einkommensverhältnisse bestimmen, ist es uninteressant zu sagen, ich kriege da 10 Euro mehr am Drehtag. Mhm. Oder so. Das kapieren aber die meisten Schauspieler nicht. Ich habe einen super Deal, weißt du. Ich werde einzeln gefahren zum Set. Sag ich, super toll. Ich habe sogar eine Trennscheibe zum Fahrer, damit ja, ich keinen Virus kriege. Das habe ich auch mal, zum Beispiel hat mir mal ein Verleger den Satz rausgestrichen aus dem Buch, du weißt, dass es mit der Karriere nach unten geht, wenn du im selben Bus wie Cordula Stratmann sitzt. Oh ja, Gott, weil die auch wenn bei Cordula dem Verlag Stratmann war. Dich fährt. Ja, das geht ja noch. Das wäre ja okay. Der hätte ja seine ihre Bestimmung gefunden. Da kann man gefunden. Da auch noch eine GoPro reinhängen und eine witzige Impro-Sendung draus machen. Oh, das wurde mir auch vorgeschlagen. Und zwar, Otto, sag mal, kennst du Carpool Karaoke? Oh, super. Das habe ich schon mal gehört. Ich würde es gerne bei uns machen. Sag, ja, das ist eine gute Idee. Ich habe es gesehen mit Stevie Wonder, mit Billie Eilish, mit Paul McCartney und Michelle Obama. Mhm. Das heißt, das machen wir da bei uns mit Andrea Berg und Elke Büdenbender. Ja, nein. So konkret habe ich auch noch nicht durchgedacht. Ach, vielleicht ein Lars Klingbeil kommt auch noch mal vorbei. Ja, er hat die weißen Turnschuhe frisch gestrichen. Genau, der singt dann More Than a Feeling. Also der schlimmste Generalsekretär, wo wir schon beim Kuscheln sind, ist für mich Kellner, Michael Kellner von den Grünen. Ah, ja. Ja, noch wabbeliger als Klingbeil und noch mehr, also... Ja. Torkelnd ja, durch das, was medial gefordert wird. Wenn auch das Skelett aus Sehnen besteht. Das ist das. Ja, aber gut. Ist das ein Problem an deutschen Late-Night-Sendungen, dass es einfach nicht so viele Hochkaräter gibt? An Gästen? Ja. Auf jeden Fall. Das Weil ich habe immer das Gefühl, es gibt immer neue Late-Night-Sendungen. Ja. Und dann haben die so 10 Gäste, die man so kennt. Helene Fischer, Elias Mbarek und so. Wobei, Helene Fischer kriegt man dann ja wahrscheinlich gar nicht. Und Mbarek kommt man eigentlich auch nicht. Damit fängt es nämlich schon mal an. Genau, die ganz Großen kriegt man gar nicht. Und dann irgendwann wird es total langweilig. Ja. Und dann auf einmal so, das hier sind jetzt irgendwie... Leute, die Ostboys kennen und so. Man denkt, wer ist das? Nee, es ist wirklich, der erste Punkt ist, wir haben natürlich nicht dieses Reservoir, was die Amerikaner haben, weil die haben ja natürlich auch noch Australier und Engländer. Also den ganzen englischsprachigen Raum. Mhm. Kanadier. Ja, da können die Schweizer und Österreicher nicht mithalten. So, dieses Potenzial haben wir nicht. Und es fehlt natürlich dieses Bewusstsein, dass man Vertreter einer Industrie ist. Das heißt, wenn ich dahin gehe, liefere ich ab. Da ist ein völlig anderes Bewusstsein da, was erwartet wird und natürlich, was es bedeutet, dann in so eine Show eingeladen zu werden. Zum Beispiel auch allein, dass einfach dann Einverständnis herrscht, dass die Person was auf dem Kasten hat, die berühmt ist. Also niemand in den USA würde bestreiten, dass Lady Gaga gut singen kann. Und in Deutschland ist es ja immer noch so, ob der Til Schweiger irgendwas kann, keine Ahnung. So, natürlich wird der irgendwas können. Niemand weiß so genau was, aber er wird schon irgendwas können. Er und Bully Herbig sind die erfolgreichsten deutschen Filmemacher, Punkt. Genau. Also kommerziell gesehen. Genau. Das Problem ist ja nur, dass Til Schweiger das nicht genügt. Mhm. Ja, wenn er einfach sagen würde, mega, wieder ein Hit, er will jetzt auch noch Filmpreise kriegen oder als künstlerischer Gestalter ernst genommen werden und so. Aber einfach eben zu sagen, wegen mir gingen noch 7 Millionen Leute ins Kino, das wäre halt die amerikanische Variante. Wir haben ja das Thema jetzt schon mehrmals angeschnitten. Es gibt ja zurzeit nur zwei Lager. Die einen sagen, Cancel Culture ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja. Und die anderen sagen, Cancel Culture gibt es gar nicht. Ja. Wo stehst du dazwischen? Weil wir hatten auch im Podcast auch schon alles. Wir hatten schon einen Gast, Carvus Calanta, der hat gesagt, es gibt keine rassistischen Witze, es gibt nur Rassismus und es gibt Witze. Und dann hatten wir natürlich Alice Hasters oder Max Jakob Ost, die ganz andere Sachen gesagt haben. Also, und wir wissen selber teilweise nicht mehr, wie wir zu den Dingen stehen. Ich bin der Meinung, man kann nach wie vor alles sagen. Man muss halt genau überlegen, wie man es formuliert.
Also das ist ja generell das Prinzip immer gewesen bei mir, Chaos durch Zustimmung. Mhm. Es wird nichts negativ formuliert, sondern alles super. Tolle Entscheidung. Leider ist da ein bisschen was schiefgelaufen. Was können wir da helfen? Und so, ach, impfen, ja. Oh, ich sehe so gern, wenn 92-Jährige geimpft werden. Ich liebe diese Körper, diese Arme mit den Nadeln. Mehr, ja, so. Und dann kann dir nichts passieren. Mhm. Also du musst eigentlich immer so denken, wenn du genau die andere Meinung vertreten würdest, wie würdest du es dann formulieren? Mhm. Also Musterbeispiel jetzt, Friedrich Merz bringt seine Töchter als Beweis, dass er nicht gegen Gleichstellung ist. Verboten. Mhm. Ja, weiß ich durch schnelles feministisches Querlesen. Man hat für Gleichstellung zu sein, auch wenn man ein Transsexueller, weiß nicht, was ist und überhaupt nicht weiß, dass es zwei Geschlechter oder drei gibt. Mhm. Töchter als Beweis bringen, ist verboten. Ja, und wer was beweisen muss, hat ja schon was zu verbergen. Also sage ich selbstverständlich. Sind Sie für das? Ja, selbstverständlich. Mhm. Ja. Aha, Gleichstellung. Ja, hundertprozentig. In DAX-Vorständen auch unbedingt. Warum? Ich bin kein DAX-Vorstand. Ich muss es ja nicht umsetzen. Ja. Und natürlich wird kein DAX-Vorstand, der was kapiert hat, mir sagen, ich bin dagegen. Sondern wird sagen, selbstverständlich setzen wir das um. Leider. Sachzwänge, braucht es seine Zeit. Ja, die Fußnoten müssen dann andere Leute schreiben. So, also das, mir macht das richtig Spaß, weil das Sportliche, wie gehe ich Anfeindungen aus dem Weg? Ja, das ist natürlich für dich auch, also ich meine, du musst dich da ja auch nicht mehr verteidigen. Du hast ja auch einfach schon genug gemacht und musst nicht mehr irgendwie deinen Platz in der Branche. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, für jemanden, der gerade anfängt, ist es natürlich wichtiger, dass er dann wirklich, wenn er mal auf einer Meinung festgenagelt wird, dass er das dann auch wirklich ausreiten kann, bis zum letzten Ende verfechten. Aber ja, und du hast ja auch letztens gesagt, das ist ja auch für uns eine Chance, dass es neue Regeln gibt und wir diese Regeln besser beherrschen als andere. Ja, so absolut, genau. Also das ist ja auch für Nico Semsrott eine Chance, dass er einfach 20 Jahre jünger ist als Martin Sonneborn. Genau. Und ihn vielleicht aus ganz anderen Gründen nicht mag und dann auf einmal einfach einen Grund hat, sich von ihm zu distanzieren. Und wer jetzt anfängt, wächst ja mit der Situation auf. Genau. Der wächst ja rein. Genau. Ja? Und der weiß auch, wie man mit solchen Anfeindungen umzugehen hat. Zum Beispiel nie öffentlich rechtfertigen. Das ist immer das absolute No-Go. So. Also so wie Friedrich Merz, so, ja, ich kann kein Sexist sein, weil hier ist meine Frau und so. Nee, wirklich, ja. Das ist, aber das ist, also deswegen würde ich auch nie irgendwie jemanden da Tipps oder sowas geben. Ich kann das gar nicht. Ich merke das auch. Ich habe dann teilweise so Improvisationskurse an Schauspielschulen gemacht. Ja? Mhm. Das ist ein halbes Jahrhundert her, dass ich auf der Schauspielschule war. Das hat gar nichts damit zu tun. Der Beruf hat sich so geändert. Ansonsten ist das Prinzip, also von der täglichen Sendung, morgen läuft eine andere Sau durchs Dorf. Ja. Mhm. Ja? Merz will Wirtschaftsminister werden? Nein, doch nicht. Gut. Ja. Peter Altmaier, ja, super, auch toll. Aha, was ist jetzt? Ja, Impfstoffe. Mhm. Für eine tägliche Sendung ist sicher, wie spreche ich die Impfstofffirma eigentlich richtig aus? Mhm. Moderna, BioNTech und so, ja. Dann auch so ein leichter Rassismus in ganz ernsten Hörfunksendungen. Fantastisch, was die Kinder von türkischen Einwanderern zu Wege gebracht haben. Genau. Ja, wenn ich so bin, hat das keine Rolle zu spielen. Mhm. Dann kann ich vielleicht sagen, die Eltern wandern aus der Türkei an, die Kinder Ding, aber sozusagen irre. Super, was auch Türken können, ja? Geht nicht. Oder auch so diese Viertelsekunde Pause, wenn man sagt, und der russische Impfstoff. Ja. Wobei, der gefällt mir natürlich vom Namen her gut, Sputnik 5. Ja, das finde ich auch super. Ja. Den würde ich mir eigentlich schon gern verpassen lassen. Das ist so wie eine Bahn im Europapark. Oder auch die Frage, was ist drin, wenn unsere Spitzenpolitiker sich das vor laufender Kamera reinrahmen lassen? Mhm. Ist es der Impfstoff oder ist es doch der Wodka-Tampon? Zum Beispiel. Ja, also das gefällt mir. Ich wundere mich, dass noch keiner in die Falle getappt ist, dass Israel so viel Impfstoff gekriegt hat, weil sie ein Dreifaches bezahlt haben. Ne? Ah. Wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, sich da ein bisschen zu vergaloppieren. Heute ist das viral gegangen. Ach so? Dass die Tagesschau hat gerade einen Antisemitismus-Skandal, weil sie haben irgendwas getitelt mit Israel und quasi so, die Impfen, die nehmen uns den Impfstoff weg. Und dann war das Bild, wie so ein ultraorthodoxer Jude geimpft wird. Und zwar natürlich dann Riesen-Fauxpas, weil es halt sofort in diese Richtung geht, so die Juden werden alle geimpft und wir alle nicht. Und schaut mal, wie jetzt hat hier... Hat er dann auch noch so ein paar Geld. Spritzen, die er sich so mit so langen Fingern, mit so ungeschnittenen Nägeln geholt hat? Ja, es war einfach eine Riesen-Bombe. Es ist doch passiert, weil ich sofort, als ich das hörte, die Zahlen das Dreifache, dachte ich mir,
mir, oh, da ist das Eis fressen. Dünn. Ja. Da wird sicher bald einer die ein oder andere ungeschickte Formulierung bringen. Ist das Eis dreimal so dünn. Ja. Ja. Wurde Merkel eigentlich schon so vor Kamera geimpft? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, wir haben eh noch gar keine Frau gesehen, die geimpft wurde, weil das hat irgendwie schon so was Intimes, finde ich. Wenn ja, man doch, dann 90-Jährige so im Heim, ja, die, neun, die genau, überglücklich aber, sind. Aber, ja, die sind, dass ich jetzt noch aufs nächste Hurricane-Festival darf, freut mich außerordentlich. Aber, endlich keine Zoom-Calls mehr. Aber ich finde, es hat so was Intimes, wenn man den Bizeps von der Person sieht. Ja, also das stimmt. Bei Netanyahu war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich fand, der hat ziemlich dünne Arme. Ich meine, er ist natürlich auch nicht mehr voll im Saft. Aber man will es eigentlich nicht sehen. Also man wünscht denen wirklich allen ein langes Leben und so, aber ich will es nicht sehen. Man wünscht ihnen ein längeres Leben als einen Arm. Ich will das nicht sehen, weil ich sehe es ja dauernd, ne? Bei dir oder? Nee, bei im Fernsehen. Anderen? Ach so, ja, ich sehe es auch die ganze Zeit. Ich bin Zeit. Ja raus, weil ich ja noch gar nicht dran bin. Ja, du bist ja, was bist du, Kategorie 4? 3. 3. Also wenn ich es richtig sehe, die Top-Kategorie zurzeit ist ein 85-jähriger Obdachloser mit Down-Syndrom. Der sich um Leute mit Lungenembolie die kümmert. Die sind absolut die als allererstes geimpft. Die haben zum ersten Mal gewonnen. Und ich kann also ruhigen Jackpot. Gewissens sagen, ich lasse Leute nach vorne. Ja. Ja, weil ich ja auch nicht mehr mit der Straßenbahn fahren muss. Also ich kann ja Homeoffice machen. Mhm. Ja. Wie kam deine Verbindung mit Christian Krach zustande? Du bist irgendwie auf sämtlichen Büchern von ihm hinten drauf mit irgendwelchen Zitaten vertreten. Ja, aber das ist ja mittlerweile so, ich kriege da so häufig Anfang, dass ich schreibe irgendwas und sage, ich hätte es gesagt. Ah ja, okay. Ja, ja. Also bei Krach, der war ja damals sozusagen mit Faserland, begann ja diese Art neu von Literatur. Und dann war das irgendwie eine tolle Sache, den in der Sendung zu haben. Ja, und da habe ich auch, glaube ich, selber noch, und Kiepenheuer und Witsch, da kenne ich den Verleger, da kam das irgendwie so zustande, aber mittlerweile kriege ich dann so Anfragen und da sage ich, mir wurscht, ich lese dein Buch nicht und schreibe irgendwas drauf, ach darf ich das, wir schicken es dir auch zum, dass du es okay gibst, sag ich, nee, ist egal, schreib irgendwas. Hat jemand schon mal was geschrieben, wo du dann gar nicht mit einverstanden Nein, warst? Nein, und ich kriege es auch nicht mit, weil was soll es bringen, wer kauft ein Buch, weil ich hinten drauf schreibe ein Buch, das berührt und gleichzeitig verstört oder irgendwie dieser Quatsch, der da steht. Ja, ja, ich glaube, bei Der gelbe Bleistift warst du hinten drauf, das habe ich, glaube ich, sogar zweimal gelesen. Ja, bestimmt gelesen. Auch, aber was noch, was das Zitat ist? Was ist dann das Zitat? Es war auch sowas. Er verstört und berührt. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ja, aber das habe ich dann damals noch, erst habe ich es noch ernst genommen, dann habe ich angefangen zu parodieren und mittlerweile gesagt, was soll dieser Quatsch? Ja, also das ist wie eine Seuche. Kein Buch ohne Hirschhausen-Empfehlung. Ja, oder das so. Stimmt. Ja. Er empfiehlt ja seine eigenen Bücher sogar. Ja, grauenhaft. Ich habe herzlich gelacht. Das ist ein schwieriges Thema. Dieses Monster hast du ja erschaffen, oder? Ein Stück weit. Ja, und das Tolle ist, da bin ich aber stolz drauf, weil es meinen Riecher als Produzent zeigt. Ja. Ja? Also der ist in Schmidt und Pocher groß geworden, oder? Hat er ein größeres Forum erstmals gekriegt. Mein Team hat ihn gehasst. Mhm. Ja? Schmierig ist einer der Begriffe, die man hier sagen kann. Aber ich sagte, der kommt an bei den Leuten. Und für mich gibt es ein ganz einfaches Kriterium. Ich saß im Hotel, im Frühstücksraum, und da hat eine 70-Jährige ihrem Mann aus Hirschhausen-Büchern vorgelesen. Der ist gut, hör mal. Und dann wusste ich, das ist es. Weil das ist ja immer die Nummer, sind das Meinungs- und für die Leute ist Hirschhausen die wieder auferstandene Schwarzwaldklinik. Mhm. Dr. Hirschhausen. Ja, er ist eigentlich Schlager für Leute, die sich nicht für Musik interessieren. So ist es. Ja, und da wusste ich genau, der kommt an. Und die Quoten haben mir recht gegeben. Und er ist wie eine Klette. Er also geht wie ein Schatten hinter einem her und ich habe ihm auch gesagt, du musst eine große Show machen und so, du kommst super an bei den Leuten und dann, danke und so. Hat ja auch gestimmt, also er ist ja wahnsinnig beliebt und so, aber es ist, er ist so, dann sehr anhänglich. Ja. Ja. Ja, ich habe schon Ghosting betrieben, dann, obwohl ich nicht wusste, was das ist. Da hieß das noch Gespenstel. Diese einfachen Lösungen, so dieses einfach mal einen Apfel essen. Genau, oder so. Du bist traurig, mach das Fenster auf. Ja, ja, und dann depressiv, lach die Nummer mit, die Nummer mit der roten Nase habe ich 85 Mal gesehen und so, aber er kommt wirklich rasend an bei einem großen Publikum. Und als Produzent muss man das ja benutzen. Ja. Ja. Also wo ich dann als Zuschauer mit ihm gebrochen habe, war, wo er dann Tears in Heaven mit deutschem Text gesungen hat, das finde ich war dann... Hieß es dann Tränen im Himmel oder wie hieß es? Keine Ahnung. Ja, also ich gucke keine Sekunde mit ihm an. Nee, das ist klar, aber das ist ja sozusagen wie, ich wusste einfach, der kommt rasend an. Ja, ja.
Und also das hat mir dann für mich selber gefallen, dass ich so einen Riecher hatte. Ja, und ich finde, das macht sogar noch mehr Spaß, wenn es nicht der eigene Geschmack ist. Wenn man einfach das so abstrahieren kann, wie eine physikalische Einheit. Ja. Also genau das ist es. Apropos Riecher, jetzt noch eine dritte, letzte Frage von mir. Was war denn so der Höhepunkt deiner Karriere? Oder hattest du mal so ein Gefühl, wo du dachtest, boah, jetzt bin ich wirklich angekommen? Nee, das Tolle ist, wenn es so ist, merkt man es nicht. Okay. Man glaubt immer, es kommt noch was Irres. Das heißt, du hast es jetzt nicht gemerkt, dass das jetzt gerade Höhepunkt war. Also das ist... eigentlich ist doch immer der Preis fürs Lebenswerk ist immer so... Da muss man aufpassen. Ja, da muss man nicht aufpassen. Ich finde auch, der Preis sollte eigentlich einfach ein Sarg sein. Also, hattest du mal so Momente, so wie für uns das jetzt gerade, dass das schon fast so psychedelisch ist, so, boah, ich kann es gar nicht fassen, dass jetzt hier Bruce Willis sitzt und ich mich mit dem unterhalte oder irgendwie sowas. Na gut, das war schon da, als dann David Bowie da war oder Robert Plant. Oder so, ja. Mhm. Aber jetzt nicht in so einer super diese Show oder so, sondern also Leute, wo ich, oder Dennis Hopper, wo ich einfach eigentlich nur dachte, da hörte ich mich dann reden. Das kann gar nicht sein. Wobei der natürlich, oder auch John Malkovich und so. Ja. Aber das war dann einfach nur so Stars, wo ich nie gedacht hätte, dass ich jemals treffe. Aber jetzt nicht, dass ich sage, wow, jetzt, weil man denkt immer, es kommt noch was Irreres. Mhm. Und wann kommt auch noch was Irres? Man merkt es aber auch nicht so toll, wie man es sich vorgestellt hat und so. Und plötzlich ist es zu Ende. Und sagen wir auch, war ja eigentlich ganz okay, aber so toll war es eigentlich dann doch. Also letzten Endes, ob sich's wirklich gelohnt hat, ja. Ganz so gut wie im Bett ein Croissant mümmeln, ist dann Dennis Hopper auch nicht. Ich wollte sagen, VW-Bus fahren, das ist ein bisschen geiler. Vielen lieben Dank, dass du die sehr weite Reise hier in die Kneipe angetreten bist. Es war für uns ein kleines Highlight. Es war jetzt eigentlich so das, was wir noch erlebt haben, bevor das Kind dann kommt. Ja. Also für uns der Satz des Jahres jetzt schon ist von deiner Managerin oder so, die gesagt hat, Herr Schmidt kommt gerne in die Kneipe. Das konnten wir gar nicht fassen. Und sie sagte Herr Schmidt? Harald Schmidt, sagte sie. Aber auch mit Schmidt. Ja. Und sie hat irgendwie 15 Mal betont, dass du auf jeden Fall pünktlich kommst. Ja, also es war nee, weil viele natürlich 48 Mal rückversichern und 11 Telefonnummern angucken. Und es ist einfach so, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Ja. Und zwar rechtzeitig. Und das ist aber viele natürlich, weil natürlich bei vielen Veranstaltungen ja 5 Leute vorgeschaltet sind mit der Organisation, der Organisation, der Organisation. Ja, und denen muss man dann sagen, pass auf, ihr ruft nie mehr an, ich bin da, aber Schluss, ja. Also, ach, ja. Also, wollen Sie denn Mineralwasser mit oder ohne Kohlensäure? Nichts. Und das ist... ich will, dass du still bist. Ja, aber das hier ist ein tolles Format. Und es ist knapp, es ist pointiert, 5 Minuten. Ja, wir schneiden das runter. wir schneiden das runter auf die Szenen, wo man sich nicht sicher ist, ob du gecancelt wirst oder nicht. Und mit Sicherheit kommt das Angebot von einem ganz wachen Menschen. Ich habe das gehört, das solltet ihr unbedingt bei uns machen. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Es war wirklich der absolute Oberhammer. Danke für die Einladung und toi 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 für das Baby. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Wenn es ein alter Mann wird, nennen wir es Harald. Das fände ich aber eigentlich auch toll. Es gibt ja das Greisenkind. Stimmt, ja, das wird dann immer jünger. Ja, was war das? Benjamin Button. Ja. Der Benny-Knopf. Benny-Knopf. Das klingt eigentlich wie so ein Schweizer Entertainer, oder? Dankeschön an Benny-Knopf. Ja. In Adelboden ist der Benny-Knopf. Merci vielmal. Ja. Vielen Ciao. Dank, Leute. Habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Hören. Ja, passt gut auf euch auf. Ciao. Tschüss. Oh,